Du hast rote Punkte auf der Haut und fragst dich, ob diese gefährlich sein können? Häufig handelt es sich dabei um Purpura, auch Blutflecken oder Blutpunkte genannt, die plötzlich auftauchen und nicht mehr verschwinden. Es könnte sich um einen Blutschwarm, ein Hämangiom, handeln. Dies ist ein gutartiger Tumor, der häufig durch familiäre Vorbelastung oder durch die Alterung der Haut auftritt. Auch wenn diese Punkte gutartig sind und nicht mit Sonnenexposition in Verbindung stehen, müssen sie beobachtet und regelmäßig von einem Hautarzt untersucht werden. Anschließend erfährst du mehr über Hämangiome. Diese Information kann sicher nützlich sein. Ab einem Alter von 40 bis 45 Jahren kommt es häufiger zu roten Punkten auf der Haut. Sie können jedoch vereinzelt auch schon in der Kindheit oder Jugend auftreten. Lesetipp: 5 Rezepte gegen trockene Haut in verschiedenen Körperbereichen. Sie sind auffällig durch ihre Farbe und werden deshalb von vielen als unschön empfunden und entfernt. Häufig handelt es sich dabei um kleine Gerinnungsstörungen des Blutes, die insbesondere an den Armen und auf der Brust auftreten. Auch rote Flecken können auf der Haut entstehen, wobei diese auf verschiedene Probleme hinweisen können. Lesetipp: 7 Dinge über Hautkrebs, die jeder wissen sollte. Es handelt sich um gutartige Tumore, die nicht gefährlich sind, jedoch trotzdem regelmäßig beobachtet werden sollten. Normalerweise besteht zwar kein Gesundheitsrisiko, doch manche fühlen sich mit diesen Punkten unbequem, insbesondere wenn sie Ausschnitt- oder Trägerkleider tragen. Lesetipp: die 5 besten Zutaten zur Pflege von Haut, Haar und Nägeln. Normalerweise wird Laser, ein elektrisches Skalpell oder Elektrokauterisation verwendet, um die roten Punkte zu zerstören. So wird der gutartige Tumor nicht mehr auftauchen. Es handelt sich um sichere Techniken.